YouTube, hier ist einmal euer Kungnir, diesmal mit einem weiteren Deckprofil. Heute wird Kungnir 2 Jahre alt. Ich möchte mich dabei natürlich bei euch allen dafür bedanken und ich möchte das halt auch ein bisschen feiern mit zwei besonderen Videos. Der Anfang macht, wie gesagt, ein Deckprofil, was jetzt an sich jetzt eigentlich nichts Besonderes ist, aber dieses Mal ist es ein besonderes Deck und eins, was auch definitiv seltener zu sehen ist und ja, ich denke mal, das Deck verdient ein bisschen mehr Liebe, vor allem weil da sehr viel Liebe auch ins Detail gesteckt wurde in Sachen der Artworks. Die Artworks sind eigentlich weltweit eines der beliebtesten und die Frage ist jetzt, wovon rede ich? Eigentlich rede ich hier nicht von Charmer, sondern ich rede hier diesmal vom schweigsamen Thema. Ja, ich möchte gerne ein schweigsames Deckprofil machen und ja, ich habe mir sehr viele Gedanken um das Deck selber gemacht. Ich hatte halt auch einige Zeit ein paar Karten. Allerdings gibt es halt nicht besonders viele Karten vom Thema und auch nicht besonders viele Karten, die, sag ich mal, besonders spielbar sind. Aber ich habe mir einige Zeit Mühe gegeben, ein bisschen getestet und ja, ich denke, das ist eigentlich so das Beste, womit ich jetzt im aktuellen Moment hingekommen bin. Und ja, da wollte ich ja definitiv mal zeigen. Also Schweigsam ist ein wirklich sehr altes Thema. Wer es kennt, ja, der wird eigentlich wissen, was ich meine. Das ist eigentlich meistens immer ein Level-Thema gewesen, das halt besonders starke Monster auf das Spielfeld gebracht hat. Aber dem es halt eigentlich an Main-Monstern gemangelt hat, die man leichter beschwören kann. Also schwer zu beschwörende Monster gibt es halt saumäßig viele, aber leichteren zu beschwörenden Monster, also die ganzen Level 4er und 3er, da gibt es relativ wenig. So, an Monstern spielen wir insgesamt, oder spiele ich insgesamt 17 Stück. Und zwar dreimal den Schweigsamen Magier. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Magier-Karten, weil die Schweigsame Magierin, finde ich persönlich, ist einer der schönsten Artworks, die es halt im Yu-Gi-Oh! Gibt. Und ja, den schweigsamen Magierin, die wir hier gesehen haben, die hat sogar in Japan einen Preis gewonnen vor, glaube ich, 1,5, 2 Jahren, als das beliebteste Artwork in ganz Yu-Gi-Oh! Und sie hat sogar ihre eigenen Hüllen bekommen. Die habe ich auch versucht zu bekommen, aber allerdings ist da sehr schwer ranzukommen und die sind halt äußerst, äußerst teuer, teuer. Also dreimal den schweigsamen Magier Level 4. Dann spiele ich dreimal den schweigsamen Schwertkämpfer. Ja, das ist eigentlich das allererste schweigsame Monster, was in dem Sinne rauskam. Der war damals in Rise of the Duelist drin. Ich glaube, boah, ich glaube, es war 2005, als der rausgekommen ist. Ich habe natürlich auch immer geguckt, dass ich die Karten aus den jeweiligen Hauptsets auch habe. Also immer aus den Originalsets. Wie so hier, ist halt ganz schön zu haben, hier erste Auflage von Rise of the Duelist. Hier die schweigsamen Schwertkämpfer sind aus dem Gameboy-Spiel. Ach, nicht aus dem Gameboy-Spiel, aus. Ach, wohl, war es ein Gameboy-Spiel? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ist auf jeden Fall auch eine ältere Karte. Kann man sogar im Gold-Format spielen? Habe ich mir sogar überlegt, ob man die nicht vielleicht sogar im Gold-Format spielen sollte. Obwohl, bei dem ich bin nicht sicher. Ich glaube, die waren später. Aber ist ja egal. Jedenfalls spielen wir einmal die und die. Das zusammen mit dem nächsten Monster sind das auch unsere Hauptmonster tatsächlich. Der Rest ist alles Spezialbeschwörungsmonster. Und dann spiele ich nämlich noch dreimal den Schweigsamen Paladin. Das ist eine der Supportkarten, die 2016, 2017 ungefähr rausgekommen ist. Ich fand sie ganz am Anfang, als sie rausgekommen ist, sehr schlecht. Aber da habe ich das Thema noch nicht gespielt und da habe ich auch eine schlechte Meinung über die Karte gehabt. Zum einen hat sie ein sehr schönes Artwork, aber zum anderen ist sie halt wirklich sehr wichtig, weil, wie gesagt, es gibt halt nicht besonders viele Main-Monster, die du halt normal beschwören kannst in dem Deck. Und die Karte sagt halt, wenn sie beschworen wird, dann kannst du halt einen von den beiden vom Deck wieder zurück auf die Hand nehmen. Wenn sie halt zerstört wird, dann kannst du ein Level-Lichtmonster wieder zurück und einen Friedhof auf die Hand nehmen. Was halt ressourcentechnisch halt besonders gut ist und sie hat noch so einen leichten Negation-Effekt. Dann von den größeren Levelmonstern spiele ich zweimal den schweigsamen Magier Level 8. Kann ich auch sagen, warum ich den zweimal spiele, aber das seht ihr dann gleich im späteren Verlauf. An Schwertkämpfermonstern spiele ich einmal den Level Nummer 5.
Wenn man ihn hier beschützen kann, eine Runde, dann levelt er sich automatisch Level 5 auf. Und wenn er direkt angreift, dann geht er eigentlich so, boah, ich sage jetzt mal eigentlich so den Bossmonster des Decks zusammen mit dem Level 8. Zwar zum schweigsamen Schwertkämpfer Level 7. Schweigsamer Schwertkämpfer Level 7 ist eigentlich von den schweigsamen Monster so ziemlich der stärkste. Von Angriffspunkten ist sie die stärkste, aber vom Effekt her ist er der stärkste, weil er sagt halt, dass keine Zauberkarte mehr einen Effekt auf dem Spielfeld hat. Und das finde ich halt besonders stark, weil das ist halt so wie ein kaiserlicher Befehl. Und das Deck hier ist nicht besonders angewiesen auf seine Zauberkarten, in Anführungsstrichen. Und die Zauberkarten, die neueren, die Supportkarten, die haben ein sehr nettes Gimmick, was ich euch gleich noch erkläre, wenn wir zu den Zauberkarten kommen. Dann spiele ich einmal den schweigsamen Magier, tatsächlich nur einmal, weil man bekommt ihn nicht besonders häufig raus. Und ja, man muss halt nur Hexermonster opfern, um ihn als Spezialbeschwörung zu beschwören. Die einzige Hexermonster, was wir in dem Sinne jetzt spielen, ist halt der schweigsame Magier Level 4. Er braucht, spielt zweimal den hier. Er braucht beispielsweise zwei Krieger. Spiele ich halt als Krieger nur den schweigsamen Schwertkämpfer Level 3 und ein anderes nettes Gimmick im Extra-Deck, aber das zeige ich euch gleich. Weil der schweigsame Paladin, der ist leider fee. Ich weiß nicht, warum die den fee gemacht haben. Es wäre halt cooler gewesen, hätten sie es gemacht auf dem Spielfeld, ist er zeitgleich ein Krieger und ein Hexermonster. So wäre halt im Allgemeinen viel besser gewesen. Das sind dann so an sich dann die Monster. Dann kommen wir jetzt zu den Zauber- und Fallenkarten. Wie gesagt, von dem Thema gibt es halt nicht besonders viele Monster. Deswegen war es da ein bisschen schwierig, die richtige Verteilung der einzelnen Karten zu finden. Aber ich denke mal, die Anzahl der Karten ist eigentlich genau richtig. Ist halt nicht zu viel, nicht zu wenig. An Zauberkarten spiele ich dreimal den schweigsamen Schwerthieb und zweimal schweigsame Brennen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum, wer die Karten kennt. Die kann man halt nur spielen. Die kann man halt nur spielen, wenn man schweigsamen Magier hat. Den kann man halt nur spielen, wenn man schweigsamen Schwertkämpfer hat. Das Besondere an den Karten ist, die sind besonders spielstark, aber sind halt, sag ich mal, relativ schwierig zu aktivieren. Die Karte lässt halt beide Spieler bis zu sechs Karten ziehen. Dafür müssen wir aber mehr Karten kontrollieren als der Gegner. Das heißt, wir geben dem Gegner halt immer ein Plus, was halt nachteilig sein könnte. Aber wenn man die Karte richtig timet, dann kann die halt wirklich sehr gut kommen. Und der schweigsame Schwerthieb, der gibt halt schweigsamen Schwertkämpfer-Monstern einen Protection-Effekt und permanent 1500 Angriffs- und Verteidigungspunkte, was an sich sehr gut ist. Es gibt jetzt zwei Besonderheiten an diesen Karten. Theoretisch eigentlich sogar drei. Erstmal, jeder dieser Karte ist nicht once per turn, das heißt, man kann so viele Kopien einer Runde spielen, wie man möchte. Das ist Fakt 1. Fakt 2, wenn man diese Karten von dem Friedhof verbannt, dann darf man sich hier einen schweigsamen Schwertkämpfer Monster suchen, also wirklich alle, und hier ein schweigsamer Magier Monster, auch alle. Was halt sehr wichtig ist für die Konstanz des Decks. Des Weiteren, diese Karten können und ihre Effekte können nicht annulliert werden. Das heißt, selbst wenn ein kaiserlicher Befehl oder ein ähnlicher Effekt auf dem Spielfeld ist, der diese Karten annullieren würde, dann gehen diese trotzdem durch, weil Aktivierung und Effekt dieser Karten können aus keinster Weise annulliert werden. Finde ich ganz nett. Da hat man praktisch in einem Anti-Zauberkarten-Deck Karten reingepackt, die halt trotz der Anti-Funktion des Deckthemas trotzdem aktivierbar sind. Finde ich persönlich sehr gut und das hat Konami auch sehr gut durchdacht. Des Weiteren an Zauberkarten spiele ich zweimal aufgestiegen. Aufgestiegen deswegen, man kann beispielsweise, wenn man halt ein Level, magisch schweigsamer Magier Level 4 hat und aufgestiegen hat, dann kann man direkt den schweigsamen Magier Level 8 beschwören. Das ist für mich zum Beispiel ein Grund gewesen, warum ich zweimal Level 8 spiele. Von dem schweigsamen Magier und zweimal den schweigsamen Schwertkämpfer Level 7. Aber man tatsächlich in manchen Situationen wirklich beide Monster mit aufgestiegen aufs Spielfeld bekommt. Dann habe ich ja gesagt, wegen den Zauberkarten Konstanz in dem Deck spiele ich dreimal törichte Begebnisbeigaben. Das war so eine kleine Idee von mir, dass man theoretisch diese schweigsamen Zauberkarten in den Friedhof bekommt und sich dann praktisch das aus dem Deck suchen kann, was man gerade braucht. Also entweder ein kleineres Monster
oder beispielsweise eins der speziellen Monster wie dieses hier. Das ist halt sehr flexibel. Und deswegen spiele ich halt beispielsweise vom Schweigsamen Magier auch nur einen, weil man kann sich den dann im Allgemeinen suchen und so viele möchte man auch nicht ziehen. Dann spiele ich einmal eine Instant Fusion. Die zeige ich dann später gleich im Extra-Deck. Ist halt eine ganz gute Antikarte, um Karten zu outen und allgemein auch eine Konstanzkarte. Und dann, dass das Deck ein bisschen schwächer ist, habe ich dreimal Superpulli reingetan, um möglichst gegen jedes Deck irgendwie, wenn die eine Interruption bauen wollen, also ihr Feld aufbauen wollen, dass man halt irgendwas hat, um das Feld zu brechen oder zu verhindern, dass der Gegner allgemein überhaupt ein Feld aufbauen kann. An Fallenkarten spiele ich drei Feierliche Schlag, dreimal Judgment. Ja, ich weiß, die Ratios habt ihr auch im A-Z-Deck gesehen. Ich finde die Karten halt im Allgemeinen eigentlich ganz gut. Schlag ist eigentlich immer gut, Going First und Going Second. Und Urteil braucht man halt manchmal, weil das ist halt ein, in Anführungsstrichen, ein bisschen Backrow-lastiges Deck und du musst halt irgendwie deine kleineren Monster teilweise beschützen, wie den Schwertkämpfer Level 3, damit er halt aufleveln kann. Aus dem Grund spiele ich beispielsweise auch die stürmische Spiegelkraft. Besonders gut, wenn man halt beispielsweise die beiden Karten hat, man anfängt oder Second geht. Zum Beispiel die Karte setzt zusammen mit dem Strike in der Battle-Phase, wenn man dann die stürmische Spiegelkraft aktiviert. Der Gegner will halt mit irgendeinem Monster-Effekt negieren, was aber heutzutage sehr häufig der Fall ist. Man hat den Schlag ankettet, dann kann er halt praktisch nichts mehr drauf anketten und dann verliert er halt alle Monster. So, das war jetzt eigentlich schon die Fallenkarten. Jetzt kommen wir zu dem Extra-Deck. Extra-Deck spiele ich als sehr viele Super-Pulli-Targets, aber kommen wir erstmal zu dem Instant Fusion Targets, da spiele ich einmal den Carbonara-Krieger und einmal das tausendäugige Opfer. Jetzt fragt ihr euch, warum denn Carbonara-Krieger? Carbonara-Krieger spiele ich einfach, weil er halt ein Kriegermonster ist. Und mit Instant Fusion kann man halt ihn dann beschwören und kann beispielsweise den schweigsamen Schwertkämpfer halt direkt damit beschwören. Also Instant Fusion, Carbonara-Krieger, ihn opfern, dann hat man direkt den schweigsamen Schwertkämpfer. Das ist halt, um das ein bisschen auszugleichen, da man nicht so viele Main-Deck-Monster hat. Ein tausendäugiges Opfer ist halt da, um Problemkarten zu outen. Dann hab ich ein paar Karten reingetan, falls ich mal gegen Dogmatiker spielen sollte, weil ich hatte den Platz, habe ich ein, zwei, drei Nova reingetan, der dann den Mechaber beschwört. Und ich habe einmal eine Raubpflanze Chimera Flesia reingetan, falls ich die Karte halt millen müssten vom Extra-Deck, dann kann ich mal halt meine Superpulli suchen. Dann, der Rest ist eigentlich an sich alles Superpulli-Targets. Generisch König des Sumpfes. Finsternismonster für Finsternis- und Fusionsdecks. Noch mehr Finsternismonster. gegen Cyber-Stacks. Gegen Combo-Decks, die meistens einen Griffin hinlegen oder irgendwelche anderen Monster oder auch Aframax zu outen, ist der hier eigentlich auch ganz gut. Decks, die viele normale Monster spielen oder viel mit Token spielen, habe ich meinen ersten Drachen reingetan. Needle Fiber Combo Decks habe ich Seemonster des Tessios mal reingetan. Falls ich mal gegen Cyberdrachen spielen sollte, habe ich mal den Chimera Tech Flottendrachen noch drin. Und da jetzt bei uns im Local auch ab und zu mal Helden gespielt werden, habe ich jetzt einfach mal, weil ich den gerade hatte, den Elementarheld Sunrise reingetan. Weil ich normalerweise würde ich spielen den Visionshelden, der dreimal angreifen kann, aber den habe ich leider nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich mal den Elementarheld Sunrise. Ja, also, das war jetzt mein Deckprofil zu Schweigsam. Persönlich kann ich sagen, das Deck ist nicht besonders spielstark, aber es macht Spaß, es zu spielen. Vor allen Dingen, als ich das mal auf den Locals gespielt habe, haben sich meine Gegner, sag ich mal, in gewisser Weise schon gefreut, weil das ist schon ein Deck, das sieht man halt sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht. Weil sich halt kaum einer wirklich dran traut, dieses Deckthema zu spielen, weil es ist halt besonders schwierig zu bauen, weil wie gesagt, es gibt halt nicht besonders viele Karten dafür. Es ist nicht immer konstant, aber wenn man halt, sag ich mal, im Flow ist oder ins Late Game damit kommt, dann ist das Deck halt schon sehr stark. Wenn du halt zum Beispiel Decks hast wie Skystriker oder ähnliches, dass ja die halt sehr stark auf Zauberkarten aufbauen und du dann wirklich den schweigsamen Schwertkämpfer raus hast, dann ist das eigentlich sogar schon fast ein Auto-Win.
gegen alle anderen Decks, die zum Beispiel sehr fallenanfällig sind oder eigentlich nur auf Monsterkarteneffekte basiert, ist das halt immer so, so lala. Aber ich sag mal, für gemütliche, langsame Runden ist das Deck einfach perfekt. Es macht sehr viel Spaß. Und ich würde mir tatsächlich von Konami wünschen, dass wir davon ein bisschen mehr Support bekommen. Ein bisschen besseren spielbaren Support. Müssen jetzt keine Zauber- auf Fallenkarten sein. Vielleicht noch eine Suche, aber eine Suche hat man rein theoretisch schon mit den anderen Zauberkarten. Vielleicht so sowas wie, ja, wie zum Beispiel sowas wie der schweigsame Paladin, aber dass in dem Fall jetzt die Monster beispielsweise, oder das Monster selber als Hexer und als Krieger gilt. Ja, das war es von mir. Ich hoffe, euch hat das Profil gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, ich bin Kungnir und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.